Hallo, ihr seht mich hier strahlen, ganz viel da, hier an dieser Kante, weil ich sitze hier im Retro-Klavier-Rümpel-Sammelkeller mit einem Tisch. Das kann ich nur eins bedeuten, wenn sie nicht eh schon gesehen, Thumbnail, was hat. Fanpost-Entpackung, und zwar mitten am frühen Nachmittag, wo die Sonne hier so da reinscheint und deswegen das iPad mit dem Lichtpegel nicht so ganz klar kommt und ein bisschen überkontrastiert. Aber ich glaube, damit werden wir jetzt klarkommen. Und ich entpacke, nehme ich jetzt was. Nämlich das hier. Ja, ein Paket, wie man feststellt. Ein Fanpost-Paket steht jetzt irgendwo drauf. Nee, diesmal nicht. Vom guten Dominik. Der hat mir wieder was spendiert. Ich danke dir, Dominik. Bin gespannt. Und nachdem ich jetzt mit meiner tollen neuen Terminplanung einen Slot für sowas offen habe, kommt es genau richtig. Also am Sonntag, ihr seht das hier an einem Sonntag, hoffe ich, wenn ich es nicht verbockt habe. So, dann schauen wir mal. Ein Paket, es ist... Oh, da hört man was schwappen. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es da drin gegen Nachschub geben wird. Wir werden es sehen. Gut, schaue ich mal kurz rein. Denke mir... Jo, uiui, ui, jo. Moment, ihr seht mich nicht. Ja, das wird was. So, dann wollen wir mal. Hallo Ulrich, hier einige neue Geschmackserlebnisse aus seinem neuen Asialaden um die Ecke. Nur Mut, einiges klingt schlimmer, wie es ist. Grüße Dominik. Oh, vielen Dank. So, hier, ein Asialaden, 10% auf alles, 2022. Jetzt erst jeden ersten Samstag im Monat. Stehen auch die Monate drunter. Oh, wo gibt es Niederlassungen? In München gibt es 3 Stück, okay. Das ist aber leider das nächstgelegene. Vielleicht ist jetzt C, Augsburg, oder? Ja, es ist alphabetisch, hätte ich vielleicht mal... Oder? Ja. Nein, Augsburg gibt es nicht. München, Bahnhofsplatz, Heu, Karlsplatz, okay. Und Königin halt... Also nur 2 in München, okay. Wie auch immer. Naja, gut, dann gucken wir doch mal, was er da mir alles gegönnt hat. So, Nummer 1. Ui. Oh Gott, Nong Shim. Chapaghetti. Nong Shim ist, Nong Shim, wer sich erinnert, das waren die scharfen Nudeln, die mich schon eher gefordert haben. Oh ja. Was sind das hier für welche? Instantnudeln mit schwarzem Sojabohnengeschmack. Hier steht jetzt nichts drauf von, oh mein Gott, ich bin tot, tödlich scharf. Dann schauen wir mal, das wird sicher mal probiert. Ich bin ja immer noch fasziniert, dass es von Nong Shim in meinem Supermarkt hier vor Ort, in einem Edeka, nur die ganz scharfen gab und die normaleren nicht. Aber gut. So, Nong Shim. Gut, sieht man nicht im Bildausschnitt. Ich habe hier wieder die voll... Ein voller Überblick. Ah, das Video habt ihr noch gleich gesehen, muss ich erklären, oder? Egal. Jedenfalls, ja. Dann mal weiterschauen. Lays. Japanische Lays Chips. Okay, oder asiatische. Ist das japanische, glaube ich schon. Lays Chips, und zwar der Sorte Spicy Crayfish Flavor. Also Krabbenfisch Geschmack. Oh Gott. Klingt eigentlich spannend, warum auch nicht. Mit scharfem Flusskrebsgeschmack, also Flusskrebs. Ja, also besser wie Flusskrebs knabbern, das wird auf jeden Fall interessant, danke. Das ist eine kleine Tüte, wie viel Gramm sind das? Stück hier irgendwo 70 Gramm. So, für Japaner in ihren kleinen Häusern, damit sie die kleinen Regale kleine Packungen unterbringen können, oder was? Oh, ich habe ja eigentlich gesagt, ich wollte mich vorher ein bisschen schön machen. Das war vergebliche Liebesmüh, aber... Na gut. Okay, spannend. Dann haben wir hier nochmal Lays. Roasted Garlic Oyster Flavor. Also gebratene Knoblauch-Austergeschmack. Ja, das... Da bin ich... Also bei Chips kann es eigentlich nicht... Wenn sie nicht super scharf sind, kann es eigentlich alles nie so schlimm sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Chips so scheiße schmecken, dass man sie nicht essen kann. Ob sie, wie soll ich sagen... schmackhaft sind. Das ist die andere Geschichte. Aber essen kann man es eigentlich immer. Also das ist auch... Puh, so viele Eatings. Ich weiß gar nicht, wann ich meine schon vorproduzierten mal online bringen soll. Das wird schwierig. Nochmal Chips. Oder? Ganz viel Chips. Nochmal Lays. In irgendwas, was hier auch... Da, also bei diesem bisherigen Zwo stand unten auf Englisch drauf. Hier nicht. Was steht hier drauf? Salz, Gemüse, Fischgeschmack.
Okay, warum nicht? Ich weiß gar nicht, wie Fisch und Chips. Fisch und Chips! Hahaha! Ist natürlich jetzt ganz anderes, aber ja, klingt auf jeden Fall auch interessant schon mal. Oh Gott, noch mehr Lays. Er hat irgendwie das ganze Lays-Regal leer gekauft, glaube ich. Die Grilled Squid Flavor. Das ist doch unfassbar. Das kennen wir. Gegrillter Tintenfischgeschmack. Also gut, das kann ich mir vorstellen, wie das schmeckt. Also ich befürchte, dieses Unboxing geht relativ flotty, aber wie ihr ja seht, da kommen noch viele, viele Folgevideos davon. Dafür hat der Dominik gesorgt. Die werden uns über Wochen begleiten, wenn ich mal auch langsam, oh mein Gott, ich habe noch Düsi und Tokio-Sachen auch noch rumeiern. Puh, das wird uns noch länger beschäftigen. Aber auf jeden Fall, ich bin echt gespannt drauf. Sehr. Viermal Chips, das war's. Ich habe jetzt hier aber nochmal, oh Gott, ja. That's crazy hot hot, Volcano Chicken Noodles. Ja, vielen Dank. Also die sind dann wohl wieder scharf. Dann mal gucken. Gibt da was auf Deutsch? Nö, tatsächlich nicht. Am besten vor YYYMMDD. Oh, gut, das ist eine Angabe. Also da steht, ja, bis 2024 halten die. Oh, da habe ich ja noch genug Zeit. Ja, also viel mehr steht hier nicht drauf, außer Artificial Beef und Chicken Flavor. Okay, künstlich ist es auch noch. Ach, Überraschung. Und scharf, offensichtlich. Ja, hot spicy. Deswegen auch, das ist ein... Klingt schlimmer, als es ist. Bin mir nicht sicher. Aber gut. Ja, und dann hier haben wir noch... Oh, sehr gut. Ah, nee, was ist das denn Leckeres? Das sind nochmal Chips. Potato Wish. Potato Wish steht hier drauf. Da klebt ein Deutsch auf. Da haben sie sich die deutschen Aufkleber gespart. Hier, komisch. Gebackene Kartoffelchips mit Honigmilchgeschmack. Ja, das ist harmlos. Die gibt es so, die gibt es bei uns auch. Ich glaube, ich habe irgendwelche. Nee, Honig war dabei, aber nicht Milch. Milchgeschmack an Chips. Ja, gut. Die sind wahrscheinlich eher mild zu konsumieren. Aber das wird auch konsumiert. Also ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das reicht für fast 2 Monate schon mal. Weil mein Plan ist, ich habe es ja, glaube ich, ausgeführt irgendwo, 50-50, Fanpost und Altlasten, die ich weg... Ab und zu kaufe ich ja auch selber noch was. Und ich glaube, mit den Getränken muss ich mal gucken, wie ich das lösen kann. Also, jetzt haben Getränke haben wir hier noch einen ganzen Berg. Oh Gott. Was haben wir hier? Mogu Mogu. Blackcurrant Flavor Drink mit Nata de Coco. Ja, also Blackcurrant ist eine Beerensorte, wie wir ja wissen. Das steht sogar auf Deutsch. Schwarze Johannisbeergeschmack und Nata de Coco. Kokosgel. Gel? Also wenn es ein bisschen zähflüssig zu trinken... Ah, da, da sieht man schwimmen. Oder? Sehe ich das richtig? Oh ja, das sieht man sogar mit meiner hochwertigen iPad-Kamera ist da drin. Das erinnert mich an die Aloe Vera, die ich mal hatte vor einer Weile. Das war gar nicht mal uncool. Ha, weil es war ja aus dem Kühlschrank. Sieht interessant aus. Bin gespannt drauf. Danke. Weiters geht es mit einer klassischen Dose, die da so, also diese Aufkleber sind echt ein Gottesgeschenk. Da hat dieser Asienladen schon mitgedacht, weil die meisten Leute hätten null Ahnung, was es ist. Wobei der klebt hier, glaube ich, über einem theoretischen Motiv hier. Keine Ahnung. Jedenfalls so sieht das Ding aus. Und es ist Kräuterteegetränk. Wang Lao Yi. Ja. Okay. Kräutertee in Dosenform. Interessant. Probiere ich auf jeden Fall natürlich. Danke. Dann haben wir denn hier Schönes. Wir nähern uns langsam den Tiefen. Hier, eine. Ups, diese Dose hat es vor lauter Begeisterung geknüllt. Oh, Gott sei Dank hat es aber schadlos. Eigentlich, mit was kam das? Mit der, glaube ich. Ja. Also die Packung sieht unbeschadet aus. Da ist auch keine Delle zu sehen. Das ist. Aber die hat es mal ordentlich gedüllt. Hier sehen wir eine aparte junge Dame aus Asien, die uns eine Packung hinhält, die nicht diese Dose ist, aber das wohl auch enthält. So, das steht hier auch noch drauf. So. Das Ganze ist... Shit. Aber okay, die Läden kleben sich nicht drauf, sondern die Hersteller wahrscheinlich. Und der Importeur hat sich das gespart. Der erwähnt zwar, was da drin ist, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht
Das hat was mit. Es ist Kokos. Also offensichtlich ist es halt was mit Kokos zu tun. Ne? Ah, hier doch, da. Kokosnussgetränk. Direkt nach dem Öffnen konsumieren, vor Gebrauch schütteln. Ah, gut. Das muss man erst mal lesen. Gut, dass ich es gelesen habe. Also ein Kokosnussgetränk. Kokosnussgetränke neigen dazu, üblicherweise interessant und gut zu sein. Ich finde echt schade, dass man das nicht besser sieht, weil es so verdellt ist. Und nein, es ist keine absichtliche Delle, sonst wären die ein bisschen anders angebracht. Tja. Danke sehr. Dann habe ich hier. Oi. Okay. Was steht da unten? Nur weiter denn. Das ist dann wohl. Um das her. Mong Li Shang. Oh Gott. Da wird noch lustig, mir das aufzuschreiben, wie das ganze Zeug heißt. Das könnte sehr spannend werden. Ich bin ja normalerweise bemüht, das korrekt wiederzugeben, wie diese ganzen Nahrungsmittel heißen. Das wird hier natürlich eher eine Interpretationssache werden. Außer, vielleicht haben die auf ihrer Webseite. Haben die eine Webseite? GoAsia.net. Vielleicht haben die da auch romanisierte, europäisierte Namensangaben. Der Asien-Supermarkt. Ich muss echt mal gucken, ob ich in Augsburg einen asiatischen Supermarkt... Muss eigentlich geben. Augsburg ist groß genug für sowas. Aber halt nicht diese Kette. Und dann mal irgendwann hinfahren, wenn es halt vielleicht nicht ganz so wie jetzt gerade ist. Aber gut, werden wir schon schaffen. Also gut, was ist das? Toll. Ich finde hier Holländisch, Spanisch und Französisch. Ingredienzien stehen auch auf Englisch auch drin. Na, wollt ihr mir nicht verraten, wie man das hier bezeichnet? Oh, da steht sogar Deutsch auch was drauf, aber halt nur bei den Inhaltsstoffen. Okay, das muss ich mal in Ruhe nochmal die Adresse von dieser Produktionsfirma in Taiwan. Taiwan ist eine Gmail-Adresse, sehr gut. Ah, da, also es ist ein Litchi, ein Grass Jelly Drink steht hier. Was zum Henker? Litchi Associazione Boisson de Gelée Herbe. Also ein Litchi Flavor Grass Jelly Drink. Okay. Jo. Klingt auf jeden Fall interessant. A Jelly. Dann muss das ja irgendwie zähflüssig sein. Na gut, wir müssen mich nicht noch schlauer machen. Sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Danke. Und damit kommen wir zum großen, zum Dosenfinale in einer kleinen Dose. In einer kleinen Dose. 280 Milliliter habe ich. 238, das ist ja mal lustig. So kleines Döschen. Und das ist ein Nong Hyup Sweet Rice Drink. Süßes Reisgetränk. Ist das Alkohol? Gerstenmalz. Gerstenmalz ist doch ein Indiz auf Alkohol, oder? Das heißt wahrscheinlich, da steht was von 2%. Das heißt wahrscheinlich 2% Alkohol, damit ich wieder ein bisschen heiter wäre. Jawohl. Ja. Doch. Das klingt auch interessant. So, wunderbar. Also, haben wir also 5 potenzielle Drinkings vor uns. Oder ich habe das vor mir und ihr könnt es anschauen. Und ne? Naja, klappt nicht so ganz mit dem stilistisch geschickten Aufstellen. Aber das sind insgesamt 7 Eatings. Ja, ich bin fasziniert. Danke, Dominik. Das ist wirklich cooles Zeug. Also da bin ich wirklich sehr gespannt auf. Also bei 1-2 habe ich ein bisschen Sorgen, wie mir das hinterher dann so geht. Aber auf jeden Fall ist es alles sehr interessant und ich bin freudig erregt, haha, ja, geht, das Ganze mal zu konsumieren und dann auch zu dokumentieren. Das ist auf jeden Fall mal ein cooles Themenpaket, weil asiatisches Mumpzeug interessiert mich ja grundsätzlich normalerweise schon immer und vor allem auch in so einer
Form, wo es so schön aufbereitet ist, dass man es auch einfach konsumieren kann. Also ich sag mal so, an Austern schlürfen oder Tintenfischen rumknabbern, da habe ich so gar keinen Bock drauf. Das ist, widerspricht ist nicht so mein Ding. Das hier schon. Wie gesagt, hier, gucken wir mal. Der Asien-Supermarkt 2022 Mampf- und Schlürfmarathon wird dann irgendwann beginnen. Gut, schön, danke. Also, nochmal, wer jetzt erst am Ende zugeschaltet hat, bei diesem Stream-Video, das war ein cooles Paket. Hier, cool, cooles Paket vom Dominik, danke. Mit ganz viel asiatischem Knabber, Ess- und Trinkzeug, was alles über kurz oder lang konsumiert wird. Wie gesagt, ich würde mal so eine Prognose stellen, das wird Monate dauern, bis ich damit durch bin. Aber ich werde es einstreuen. Aber ich muss das halt natürlich irgendwann mal hinkriegen. Aber ich habe das ja versprochen. Ich habe bisher auch noch alle geschafft. Ich habe zwar ein paar, die jetzt schon länger liegen, die nicht, weil mehr oder weniger Vorbereitung notwendig ist, aber ich habe es ganz sicher vor, weil das finde ich, da fühle ich mich verpflichtet, sowas dann zu tun. Außer es wäre komplett fiese Sache. Aber ist ja nicht. Es ist nur höchstens halb fies. Jedenfalls vielen Dank, Dominik. Ich freue mich drauf. Bin sehr gespannt. War ein cooles Paket. War sehr hübsche Überraschung und sehr unterhaltsam. Und hoffentlich ist das irgendwie schön. Ich würde mir wünschen, mein Bart wäre komplett weiß, ganz ehrlich. Weil diese verbliebenen Schwarzflecken, die sind halt einfach doof, aber kann man nichts machen. Das ist, wie es ist. Egal, ich war abgelenkt. Also nochmal, danke Dominik. Sehr, sehr cool. Freue mich drauf. Bin große Abenteuer, die mir da noch bevorstehen. Und ich hoffe, dem Rest hat es auch einigermaßen irgendwas gegeben, hier zuzuschauen und dann in Zukunft auch zuzuschauen. Und damit sind wir für heute durch. Dann aber bis zum nächsten Video. Sei es Essen, Trinken, Unboxen, Plan, irgendwas. Wir werden es sehen. Ihr werdet es sehen. Ich werde es machen. Schau mal. Bis dahin. Danke nochmal, Dominik. Bis dann. Tschüss.